Ja, die Vorfreude ist sicher riesig. Es wird, glaube ich, nach langer Zeit wieder mal ein volles Letzte geben. Trotzdem geht es noch nicht nur um Freude. Auch dort ja, kann man etwas Zählbares holen. Und auch wenn Napoli der Favorit ist in diesem Duell, wir werden alles geben, um ja, dieser grossen Mannschaft, dem grossen Verein, ein Bein zu stellen. Und ja, wir werden sicher die 96 Minuten Vollgas geben. Of course, it's going to be a difficult game, but we believe in ourselves, and we have to stick to our game plan and do the good things we know we can. And of course, we have to be ready. And I have a good feeling about we can press them. So yeah, it's going to be exciting. Ja, es ist ein sehr, sehr starker Gegner und wir müssen immer alle Spieler vielleicht 10% oder 20% mehr machen als in Meisterschaft. Napoli ist für mich in Italien spielerisch die beste Mannschaft, super Fußballer drin. Und wir wissen, dass das ein sehr starker Gegner ist, aber wie schon gesagt, wir werden versuchen, unser Bestes zu geben und ja, etwas Positives rauszuholen. Ja, grundsätzlich ist eine Rolle, die uns in der Vergangenheit gut gepasst hat, diese Outsider-Rolle. Wir haben eine klare Rollenverteilung in dem Spiel. Wissen wir auch, aber wir wissen auch, dass im Fußball immer Möglichkeit gibt. Und wir müssen unsere Top-Leistung abrufen, was die ersten zwei Spiele nicht war. Von dem her, wir müssen uns steigern, unsere eigene Leistung zeigen. Und alles andere wird sich am Donnerstagabend zeigen. It's a good feeling. Of course, in this Europe games, we need all the spectators to be behind us, and it's gonna be good. And there's always a lot of noise in Lecce room, so that's gonna be very nice. Ja, es ist was Besonderes. Ich glaube, das letzte Mal, wo das Stadion voll war, war gegen Bayern München. Ich glaube, vor 8, 9 Jahren. Ich war noch als Spieler da. Es ist was Besonderes. Ich glaube auch, das ist der verdiente der Mannschaft, was die Spieler letzte Saison und jetzt Anfang Hinrunde geleistet haben, verdient, endlich mal ein volles Stadion zu bekommen. Und ich hoffe, dass dieses Stadion auch der Mannschaft den Funk überspringt und dass die Mannschaft damit neue Kräfte findet.